Hallo Welt, heute geht es um die Musterlösung oder um eine mögliche Lösung für das 11. Übungsblatt und zwar das Programm, was wir schreiben sollen, um eine Datei zu verschlüsseln, zu entschlüsseln, mit einem beliebigen Passwort und diese ganzen Optionen werden über die Kommandozeile eingelesen. Ja, und da wollte ich Ihnen mal zeigen, wie ich es machen würde. Natürlich muss ich jetzt irgendwie einen Kompromiss hier eingehen, weil das Video soll nicht zu lange werden. Deswegen kann ich nicht im Detail zeigen, wie man vorgeht oder vorgehen sollte, sondern will nur das grundsätzliche Vorgehen zeigen, aber natürlich jetzt ein fertiges Programm programmieren und das nenne ich mal Crypt-C. Es ging ja darum, eine Datei. Also wir brauchen erstmal unsere Standardbibliotheken, also Standard-Input-Output, das brauchen wir, ist klar. Vermutlich brauchen wir auch Standard-Lib, weil wir irgendwie mit Zeichenketten hin und her kopieren, das wissen wir. Und weil es um Dateien geht, brauchen wir auch noch UniStD. Weiß ich auf jeden Fall, packe ich schon mal rein. Ist ja nicht schlimm, wenn wir ein paar Bibliotheken jetzt zu viel haben. Gut, wir machen was mal ganz grob nach dem Top-Down-Verfahren. Also wir fangen bei dem Groben an und arbeiten uns dann ins Feine vor. Das heißt, wir überlegen uns erstmal einen grundsätzlichen Ablauf und versuchen dann diese groben Probleme in Teilprobleme zu untergliedern und diese Teilprobleme dann wieder noch weiter und so weiter. Das heißt, das kann man dann auch in Funktionen auslagern. Aber wie immer, alles fängt mit einem Main an. Und jetzt haben wir ja eine Main mit Kommandozeilenoptionen, die wir übergeben wollen. Also argc, also die Anzahl. Dann ein Array von Strings, also ein Pointer auf dem Pointer. Diese Values. Und die muss man danach einlesen. Das packe ich schon mal mit rein. Will ich im ersten Schritt aber noch nicht machen, weil diese Kommandozeilen-Argumente auslesen ist schon ein bisschen heftiger. Ich will erstmal die Grundstruktur haben. So, die Idee ist dahinter. Ich möchte eine Funktion haben, die einfach heißt Daten kopieren. Ist jetzt mal so die Idee. Und die soll quasi die Daten von der Quelldatei in die Zieldatei kopieren und dabei entsprechend verschlüsseln oder entschlüsseln. Und alle Informationen, die diese Funktion braucht, die soll in einem Parameter drin sein, in Optionen. So, und weil Optionen jetzt viele Sachen beinhaltet, ja, haben wir ja gelernt, kann man wunderbar Strukturen dafür verwenden. So, und ich benutze mal eine Struktur und die nenne ich mal Programmoption. Die muss ich gleich noch deklarieren. Und die können wir dann auch gleich schon mal mit Inhalt füllen. Kann ich Ihnen dann nochmal zeigen. Ich deklariere die erstmal. Das müssen wir uns überlegen. Also ich kann auch einen Kommentar dazu machen. Zum Herumreichen der Optionen zwischen den Funktionen. Weil ich ja schon weiß, dass es nicht bei dieser einen Funktion Daten kopieren bleibt. So, Strukt Programm Optionen. Und ja, was sollten wir drin haben? Also, wir brauchen irgendwie, ich weiß noch nicht, eine Methode. Also soll verschlüsselt oder entschlüsselt werden. Dann können wir uns überlegen, ob wir irgendwie einen Integer nehmen und dann sagen, 0 ist das eine, 1 ist das andere. Wir haben aber gelernt, es gibt noch, kann ich hier direkt machen, Aufzählungstypen. Dann machen wir das direkt. Also, ich mache mal einen Aufzählungstyp und diesen Aufzählungstyp nenne ich Methode. Machen wir gleich mal. So, dann, was brauchen wir noch? Wir müssen wissen, was ist die Quelldatei, Quelltext, Quelldatei. Dann brauchen wir den Namen für die Zieldatei, also Source and Destination auf Englisch. Und wir brauchen ein Passwort. So, jetzt muss ich mal. Das wäre eigentlich alles. Also, Passwort, ja genau. Verschlüsseln, entschlüsseln. Von wo, wohin, mit welchem Passwort. Genau, das sind alle Infos, die wir brauchen. Und dann muss ich hier natürlich die enum-Methode vorher noch deklarieren. Und das kann ich auch noch irgendwie einen Kommentar geben. Machen wir mal zum Speichern der Methode ver- oder entschlüsseln oder so, das haben wir natürlich auch. Sollten Sie irgendwie auch dran denken, auch in Zukunft. Es kann natürlich sein, dass etwas nicht initialisiert ist. So, und wir wissen ja, dass die
Enumeration Types immer, da sind ja Integer dahinter, wie Sie es gelernt haben in den letzten Vorlesungen. Das heißt, der erste Parameter hier fängt mit 0 an und wenn wir etwas nicht initialisieren, je nach Compiler, manche Compiler initialisieren ja gar nicht, auf jeden Fall sollten wir daran denken, dass wir auch eine Option haben, dass noch nichts ausgewählt ist. Also irgendeinen Wert hat das Ding ja immer. Und ich nenne das jetzt mal, also Encrypt für Verschlüsseln, Decrypt für Entschlüsseln und NoCrypt ist noch nicht ausgewählt, die Methode. Ja? Also wir haben noch keinen Wert hinterlegt, es ist kein Encrypt oder Decrypt, dann haben wir NoCrypt. So, das ist jetzt die Idee dahinter. Das ist schon mal so ein Vorgehen, was Sie in den nächsten Semestern lernen werden, dass man auch irgendwie, sage ich mal, um Fehler zu verhindern, auch immer eine Option hat, wenn ein Wert noch nicht initialisiert ist. Bei Java zum Beispiel hat man standardmäßig immer etwas ist null grundsätzlich, wenn es deklariert wird. Und in C haben wir das ja so nicht, sondern in C existiert etwas sofort, sobald man es deklariert, dann ist es auch im Speicher da und dann hat es irgendeinen Wert. So, dann muss man es halt ja, initialisieren, mit einem Wert definieren. Gut. So, ja, und dann können wir direkt schon anfangen, hier Werte reinzupacken. Ja, was packe ich denn da rein? Wir machen erstmal Standardsachen, dass ich sage Encrypt. Dann sage ich, machen wir einfach mal Originaltext, dann können wir uns gleich eine Textdatei machen. Aber das Programm soll ja nicht nur auf Textdateien ja, beschränkt sein, aber natürlich zum Testen ist es besser, eine Textdatei zu nehmen. Ich habe auch schon wunderbare Musterlösungen von Ihnen bekommen, Moodle hochgeladen, habe ich schon ein paar gesehen. Die meisten haben sich jetzt leider auf Textdateien beschränkt, ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, aber Sie können ja nochmal schauen, ob Sie Ihr Programm umschreiben können, dass es auch Binärdateien, ja, oder das machen wir jetzt hier. Also wir machen das quasi für Binärdateien jetzt in dieser Lösung, dass das sozusagen mit Textdateien geht, aber Sie können auch alles andere verschlüsseln, entschlüsseln, auch Word-Dateien, also alles, was nicht nur Text ist. Gut, und irgendein Passwort. So, dann haben wir jetzt Programmoptionen und jetzt müssen wir die Funktion hier unten, Daten kopieren, die wollen wir uns jetzt, ja, programmieren. Also, die gibt nichts zurück, brauche ich auch nicht, ist ja auch alles gesagt in Optionen, beziehungsweise wir können in den Optionen das irgendwie machen. Schauen wir mal, so struct. Oder wir gehen davon aus, wenn wir diese Funktion aufrufen, ist alles in Ordnung, die Programmoptionen stimmen. Ich werde nachher natürlich das noch hier vorher erweitern, dass wir diese Optionen erstmal sammeln. Also hier mache ich das mit einem Beispiel, dass ich einfach fest definiere. So, das ist jetzt Quelldatei, Zieldatei und so weiter. Und natürlich wissen Sie später, das sollen wir über die Kommandozeilen einlesen. Und dann wird das hier gefüllt automatisch. Müssen wir dann noch auf Fehler überprüfen. Aber innerhalb dieser Funktion gehen wir davon aus, dass die Programmoptionen, und hier nenne ich es mal, weil ich tippfaul bin, Opts, ja, gehen wir davon aus, dass die alle korrekt sind und die Fehler vorher abgefangen wurden. Wir können jetzt auch vielleicht für später, fürs Debugging, kann ich schon mal reinpacken, dass wir nochmal auf der Konsole ausgeben, was macht die Methode eigentlich jetzt in dem Fall. Und ich sage jetzt mal, ja, das ist D, ist ja Dezimalzahl. Wir können ja die Enum-Methode nicht ausgeben, deshalb brauche ich da eine Dezimalzahl. Dann nehmen wir die Quelldatei, schreibe ich mal hin, S, dann neue Zeile. Dann haben wir eine Zieldatei, %S, neue Zeile und wir haben ein Passwort, %S, neue Zeile. Das können wir dann nachher nochmal gucken, ob die Funktion, ne, mit welchen Optionen sie aufgerufen wird. So, und dann ist das hier Opts-Methode. Ja, Sie wissen ja, das ist eine Zahl, deshalb muss ich %D schreiben dafür. Dann haben wir Opts Quelle. Opts, wie habe ich es genannt? Quelldatei. Quelldatei, Zieldatei, Opts, Passwort. Gut, so. Ich gehe davon aus, in dieser Funktion, dass schon alle Fehler vorher beseitigt sind. Aber um den Leser, beziehungsweise derjenige, der sich den Quelltext anguckt,
dass er sich nicht wundert, warum ich jetzt bestimmte Dinge nicht mache, sondern Sicherheitsabfragen, ob zum Beispiel die Datei, die wir jetzt natürlich öffnen wollen, also die Quelldatei und die Zieldatei, dass ich nicht gucke, ob das irgendwie funktioniert. Schreibe ich noch einen Kommentar hin, also da vorab schon geprüft wird, ob Quell- und Zieldateien geöffnet werden können. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. So, das ist wenigstens da auch noch. Hier keine Sicherheitsabfrage. Mehr auf Null. Also, ne, wenn ich Dateien öffne, dann kriege ich einen Filepointer zurück. Also hier Filepointer. Ich brauche einen Filepointer für Source und Destination, also SRC und File Dest. Ja. Und die könnten ja null sein, wenn die Datei nicht hier mit fopen geöffnet werden könnte. Und das überprüfe ich jetzt einfach nicht. Und deshalb hinterlasse ich diesen Kommentar, damit der Leser des Quelltextes auch Bescheid weiß, dass ich das absichtlich vergessen habe. So, ich möchte diese Datei, also die Quelldatei, zum Lesen öffnen, also read. Aber ich möchte jetzt hier, dass es nicht reine Textdateien sind, sondern auch Binärdateien. Also b, ja, read binary. So. fopen opts Zieldatei und die schreibe ich auch binary. Gut, immer wenn ich, das ist wie mit den Klammern, wenn ich ein fopen mache, dann mache ich auch ein fclose direkt. Also source und fclose dest destination. Jo, so, und jetzt möchte ich byteweise durch die Quelldatei durchgehen und natürlich dieses Byte dann entsprechend ändern und das dann in der Zieldatei speichern, byteweise. Weil ich weiß nicht, wie groß das ist, ist jetzt nicht besonders effizient. Man könnte immer ganze Datenblöcke nehmen, aber es geht jetzt nicht darum um Effizienz, sondern es geht jetzt hier darum, dass das Programm wirklich nur funktioniert, also effektiv irgendwas funktioniert. Also definiere ich mir einen Speicherplatz, wo ich dieses eine Byte reinschreibe, kann nicht schaden, das immer mit 0 zu initialisieren. Und wir haben natürlich ein Passwort und das Passwort soll ja immer verschiedene Stellen an diesem Passwort genommen werden. Also wenn das Passwort länger ist, ne, ist jetzt 1, 2, 3, 4, dann soll beim ersten Byte die 1 zum Verschlüsseln genommen werden, beim zweiten die 2, beim dritten die 3. Also dann brauchen wir irgendwie einen Index, nicht das Passwort-Index, wo wir gerade im Passwort sind. So, das ist die Idee. Also kann ich ja hinschreiben, ab oder an welchem Index im Passwort sind wir. Wird. Gut, und jetzt gehe ich so lange durch. Jetzt mache ich etwas, solange ich noch nicht am Ende der Datei bin. Also ich soll etwas tun, und das ist eine typische Do-While-Schleife. Also tue Folgendes, solange, ja, und das Byte, also das benutzen wir zum Einlesen, noch nicht End of File ist. Also solange wir noch nicht am Ende der Datei sind, ne, und dieses Byte sei ja das Einlesen, also fget char, char eines Zeichens aus der Quelldatei. Also ein Byte oder Byte aus Datei einlesen. So. Und das mache ich jetzt so lange, ne, bis ich am Ende der Datei bin. So, und jetzt in dem Fall, wenn ich noch nicht am Ende, also wenn das Byte noch nicht das Ende der Datei ist, weil das Ende der Datei, das muss ich ja nicht irgendwie verschlüsseln, entschlüsseln, da muss ich ja nichts mitmachen, sondern nur, wenn ich noch nicht am Ende der Datei bin, mache ich Folgendes. Dieses Byte möchte ich jetzt verschlüsseln, also irgendwie verschlüsseln oder entschlüsseln, ja, also je nachdem, was in der Methode drinsteht. Und das möchte ich dann fput c byte dest. So, und das nenne ich mal hier to-do verschlüsseln. So. Aber bis dahin denke ich mal, das ist ein guter Zwischenstand. In der Klausur sollten Sie natürlich, oder im echten Leben sollen natürlich nicht so viel jetzt programmieren wie ich. Und, aber immer zwischendurch immer mal gucken, na, also schon schneller testen. Aber wir testen jetzt das mal an der Stelle und gucken mal. So. gcc-o crypt, ich habe heute schon so crypt x crypt C. So, da habe ich,
Ich könnte es auch, ich habe schon eine Datei, die könnte ich eigentlich auch. Ja, wir bleiben bei CryptX. So. Oh. Okay, Member F-Byte. Ach, da ist ein Komma, okay. F.C, also gehen wir da mal hin und da habe ich hier ein Komma. Ja, super. Gut, jetzt habe ich natürlich die Dateien nicht. Und ich gehe davon aus, ich überprüfe das ja nicht auf einen Fehler, wird jetzt abstürzen. Also ich soll dafür sorgen, dass Original.txt existiert. Also vim-original.txt und dann machen wir mal irgend so ein Hallo Welt da rein und neue Zeile, dritte Zeile, so irgendwie sowas. Also cat original.txt, so sieht die aus. So, und jetzt starte ich mal mein Programm, habe ich noch nicht in der History CryptX. Und wir sehen, okay, das war die Ausgabemethode 1. Also 0 war NoCrypt, 1 war Encrypt, also verschlüsseln. Gut, haben wir noch nicht programmiert, aber Quelle Original, Ziel Encrypted TXT, Passwort 1234. Und jetzt müsste es auch eine Datei encrypted, da haben wir sie. Encrypted geben, die ist natürlich 1 zu 1 kopiert. Ja, also da hat sich jetzt nicht viel getan, weil einfach 1 zu 1 rüber kopiert wurde. Gut, so. Vim, Crypt, C. Und dann machen wir jetzt weiter. Also, dieses Verschlüsseln müssen wir irgendwie programmieren. So, damit das nicht zu so kompliziert wird, lagere ich das einfach mal ganz frech aus in eine eigene Funktion und die soll heißen CryptByte. Verschlüssel mir dieses Byte. Ich könnte jetzt sagen, Byte sei gleich und dann übergebe ich das irgendwie. Aber ich möchte Ihnen auch mal eine Möglichkeit zeigen, wie eigentlich in C oft programmiert wird, weil hier wird nur der Fehlercode meistens zurückgegeben als Rückgabewert. Und wenn man Sachen verändert, macht man das per, ja, also als Referenz übergibt man das. Und hier in dem Fall mit Pointern. Also ich übergebe die Adresse vom Byte, sodass ich es innerhalb der Funktion manipulieren kann. Jetzt braucht diese Funktion aber noch die Informationen, soll verschlüsselt werden oder entschlüsselt und mit welchem Passwort und so weiter. Das habe ich ja alles in diesen Opts drin. Ja, da muss ich jetzt keine Referenz, das kann man ruhig kopieren, kein Problem. Und den Passwortindex. Ja, ich muss wissen, an welcher Stelle. So, es ist nicht Aufgabe hier innerhalb dieser Funktion, sich um den Index zu kümmern, sondern der soll in der ja, Funktion CryptByte, soll der Index auch manipuliert werden und deshalb auch hier das als Pointer übergeben, dass sie zum Beispiel diese ja, Funktion um das Ganze kümmert. Also auch um, ob der Index jetzt um 1 erhöht wird oder nicht und wie auch immer. Also wie wir verschlüsseln, soll nicht Teil dieser Funktion hier sein, sondern soll Teil dieser Funktion sein. Und dazu gehört auch, wie ich mir den Index entsprechend von dem Passwort manipuliere. Ja? Aber ich muss es ja irgendwie funktions aufrufübergreifend speichern. Deshalb muss das hier über diese aufrufende Funktion laufen, dass ich hier diesen Passwortindex habe. Genau. Vergessen Sie gleich so Sachen wie globale Variablen. Habe ich in diesem Semester nicht gezeigt. Diejenigen von Ihnen, die wissen, was globale Variablen sind, versuchen Sie das einfach zu vermeiden. Das ist Bad Practice. Und das, da läuft man nur in ja, Probleme rein. Gut, ja, und dann machen wir jetzt mal das Crypt Byte. Also void crypt byte. Was haben wir? Wir haben unten, wir bekommen einen Pointer auf ein Byte. Ich bin jetzt tippvoll, nenne es B. Dann bekommen wir einmal die Programmoption mitgeliefert. Die nenne ich jetzt hier intern O für Option. Und wir bekommen einen Pointer auf den Index E. So. Und dann brauchen wir ein Zeichen, welches irgendwie ver- oder entschlüsselt werden soll. Und das nenne ich mal cryptet. Jetzt kann natürlich sein, dass diesen Index, den wir bekommen, ein Index ist, der ist am Ende des Passworts. Also wir gehen ja immer schrittweise durch das Passwort durch, Index, und irgendwann sind wir am Ende dieses Passworts und dann wollen wir wieder vorne anfangen bei dem ersten Index. Ja, und wie erkennen wir den Ende eines Passworts bzw. eines Strings, einer Zeichenkette mit dem Terminatorzeichen? Also sagen wir folgendermaßen: Wenn
von den Optionen das Passwort an dem Index, wo ich gerade bin, und zwar dereferenzieren i, weil i ist ja ein Pointer, also den Inhalt von i. Wenn an dieser Stelle ein Terminatorzeichen ist und dann und nur dann setze den Inhalt, also wieder dereferenzieren, weil i ist ja ein Pointer, auf den Index 0. Also Kommentar. Wenn Passwort Ende erreicht, wieder von vorne anfangen. Ich kann da vielleicht noch mal ein bisschen kleiner. So. Jetzt gibt es die Möglichkeit. Wir haben, wir gehen ja davon aus, auch hier, dass alles richtig ist. Also die Option da, entweder ist es Encrypt oder Decrypt, NoCrypt gibt es nicht. Das wollen wir vorher abfangen, die Fehler. Also wir gehen hier wirklich davon aus, dass alle Informationen vorhanden sind und alle Informationen korrekt sind bisher. Weil sonst, wir wollen uns das Leben ja jetzt nicht bei der Entwicklung unnötig schwer machen. Und diese ganzen Fehler kommen halt später. Ja, Fehler abfangen. Jetzt erstmal, dass das Programm funktioniert. Also, wir haben die Methode. Die Methode in den Optionen, die kann sein Encrypt. Ja. Und das andere, also ich schreibe jetzt mal hier hin, Methode verschlüsseln, heißt also dann, dass das, ja, wie nenne ich das, Machen wir gleich. Methode verschlüsseln. So. Und dann die Alternative ist hier Methode entschlüsseln. So, und wir sollen ja dieses B, das Byte, ach, das kann ich jetzt hinschreiben. Also B. Und ich habe auf dem Aufgabenblatt, wenn Sie sich was Eigenes ausgedacht haben, ist auch völlig in Ordnung, aber ich sage einfach, die billigste Variante ist das B plus dem ASCII-Wert vom Passwort am Index I. Und das bedeutet hier beim Entschlüsseln natürlich also B minus ASCII-Wert vom Passwort am Index I. Ja, gut. Also, das heißt, der Inhalt von B sei gleich der Inhalt von B plus in den Optionen das Passwort am Index Inhalt von I plus. Jetzt könnte ich das hier kopieren und dann hier ist es einfach ein Minus. Also bei der Methode Encrypt plus bei der Methode Decrypt, also alternativ in jedem anderen Fall Minus. So, und jetzt muss ich noch dafür sorgen, ich habe ja gesagt, dass Aufgabe dieser Funktion, dass i um 1 erhöht wird. Also dereferenzieren i, sage ich, dereferenzieren i plus 1. Die Nerds unter Ihnen können ja überlegen, ob das hier funktioniert. Ob das so ist von der Syntax her oder ob man erst dereferenzieren muss und dann plus plus oder ob man erst plus plus i hier und dann dereferenzieren und so weiter. Aber ich schreibe das gerne so, weil dann ist jedem klar, was hier passiert. Der Inhalt von i plus 1 wird in i gespeichert. Also der Inhalt von i wird um 1 erhöht. Das kann ich auch noch kommentieren, sagen nächste Stelle oder nächster Index vom Passwort. So, die E-Mail ignorieren wir jetzt, die gerade reingekommen ist. Wir machen einfach weiter. So, ja, Zeit zum Testen. Also wir haben dieses Verschlüsseln programmiert. Und jetzt kompiliere ich nochmal. Wo haben wir es da? Hey, super, keine Fehler. Und jetzt rufe ich das Programm auf. Wir haben weiterhin Original, Encrypted, Passwort 1234. Genau. So, und jetzt gucken wir uns mal die Encrypted an. Jetzt, wie sie jetzt, ja, und jetzt steht da irgendein Blödsinn drin, ja, können wir nicht wirklich lesen. Wir können das jetzt nochmal testen, ob das Entschlüsseln geht. Dazu müsste ich jetzt, in das Programm rein. So, dann gehe ich nochmal ins Hauptprogramm und ich ändere jetzt mal die Original. Dann sage ich mal, das ist jetzt Encrypted und das Teil nenne ich Decrypted und die Methode ist auch
Decrypt mit dem Passwort 1234. So, das müsste jetzt nach Decrypted abgespeichert werden. Also kompilieren, starten, Vim, Ziel, ich habe TXT vergessen, Vim Decrypted. Und es funktioniert tatsächlich. Also nochmal, ich gebe das mal auf dem Bildschirm aus. Das könnte jetzt schief gehen. Encrypted TXT, da steht Mist drin. Und wenn ich das Encrypted mit unserem Programm wieder dekrypte und in Decrypted, dann sieht das wieder vernünftig aus. Also alles, was wir bisher programmiert haben, funktioniert wunderbar. Und ich denke mal, das sollte auch soweit von Ihnen klar sein, wie das funktioniert oder dass das funktioniert. So, und jetzt wird es langsam ein bisschen knifflig, bisschen schwieriger. Wir wollen jetzt die Kommandozeilenargumente einlesen und das soll am Anfang mit Leerwerten initialisiert werden. Also am Anfang haben wir die Methode NoCrypt, also es ist nicht verschlüsseln, nicht entschlüsseln, es ist einfach nicht ausgewählt. Wir haben keinen Quellnamen, wir haben keinen Zielnamen und wir haben kein Passwort. Also null. Die Strings zeigen auf null, auf nichts. Und die Methode heißt NoCrypt, das heißt, es ist keine Methode ausgewählt. So, die Idee jetzt ist dahinter, ich kann auch noch zusätzlich machen, das ist eine gute Idee. Wenn wir Fehler haben, geben wir den Fehlercode zurück. Den können wir irgendwie im Programm sammeln. Und hier kann ich noch sagen, ich habe einen Fehlercode. Und am Anfang gehen wir davon aus, wir haben keinen Fehlercode. Rückgabewert ist 0 und dann ist es 0. Aber wenn zwischendurch ein Fehler auftritt, dann setzen wir auch einen Fehlercode und dann können wir das irgendwie, ne, können wir in der Bash drauf reagieren. Gut, dann kann ja sein, dass hier irgendwelche Fehler passieren, dass wir diese Fehler im Programm detektieren. Die Fehler wollen wir aber dem Nutzer, der das Programm aufruft, irgendwie mitteilen. Also statt einfach nur zu sagen, Return Fehlercode 17 oder 1 oder auf jeden Fall ist ein Fehler aufgetreten, wäre schön, wenn wir einen Fehler herausfinden, den irgendwie mitteilen. So, und ich möchte das trennen. Ich möchte die Fehlererkennung mit der Fehlermeldung, das sind zwei verschiedene Sachen an zwei verschiedenen Stellen des Programms, das möchte ich trennen. Deshalb soll sozusagen die Fehlerausgabe nicht an der Stelle erfolgen, wo der Fehler erkannt wird, sondern in an einer extra eigenen Stelle im Programm, wo ich diesen Fehler ausgebe. Und um dann diesen Fehlertext oder die Fehlermeldung herumtragen zu können, bastel ich mir einen Pointer auf einen Fehler. Und am Anfang gibt es keinen Fehler, keinen Fehlertext, deshalb ist der null. Aber ich habe das mal hier, ne, ich definiere das schon mal für eventuelle Fehlermeldungen, falls ein Fehler auftritt. Gut, so, und das Erste, was ich programmieren möchte, ist, ich möchte die Optionen sammeln. Und auch hier könnte jetzt, machen wir das mal erstmal, Optionen sammeln. Also aus den Kommandozeilenargumenten, hier ACK-C, ACK-V, die kann ich auch gleich mit übergeben, also ACK-C, ACK-V übergebe ich, möchte ich, dass die Optionen hier verändert werden. Also muss ich auch eine Referenz, also den Pointer drauf, damit ich das verändern kann. Also Optionen sammeln soll anhand der Kommandozeilenargumente alle Infos zusammen sammeln und die hier in den Programmoptionen abspeichern. Das ist die Idee. So, es kann klappen. Es kann aber auch sein, dass irgendwie da der Nutzer Mist baut. Ne? Der gibt irgendwie eine falsche Option an und so weiter. Und da haben wir das hier mit unserer Fehlermeldung. Also sage ich, wenn irgendwie ein Fehler auftritt, liefert der mir diesen Fehler zurück und packt den in die Zeichenkette rein. Also Rückgabewert ist sozusagen eine Fehlermeldung und alle sinnvollen Optionen, alle Werte, die wir haben, kommt in Optionen rein. Das ist so die Idee. Damit das Video jetzt nicht zu lange dauert. Ja, ich könnte jetzt schrittweise auch vorgehen, aber sonst wird das Video jetzt 2-3 Stunden dauern. Deswegen mache ich jetzt mehrere Schritte auf einmal. Sie machen das aber abschnittsweise. Also ich gucke jetzt schon, wenn es keinen Fehler gab. Ja, ich kann das auch hier so, wenn kein Fehler. So, zack. Dann, was soll denn als nächstes? Nachdem ich die Optionen gesammelt habe, jetzt habe ich das hier, das kann man, so, möchte ich die Daten, die ich hier habe, kopieren. So.
Ja, wenn kein Fehler, dann die Daten kopieren. Ansonsten. So, und jetzt können ja sein, dass irgendwie hier bei dem Optionen sammeln Fehler. Also, wenn es keinen Fehler gab, dann können wir das verschlüsseln, entschlüsseln. Das haben wir alles gerade programmiert. Das funktioniert ja. Ja, Quelldatei, das haben wir jetzt mit Null. Also, aber dann gehen wir davon aus, in Optionen steht alles Richtige drin. Alle wichtigen Infos haben wir. Dann können wir die Funktion Daten kopieren aufrufen. Aber sollte irgendwie ein Problem auftreten bei dem Optionen sammeln, dann sind die Daten hier nicht vollständig und wir kriegen auf jeden Fall eine Fehlermeldung. Und das heißt, eine Fehlermeldung ist dann vorhanden. Also springt er hier in den Else-Block rein. So, und im Else-Block oder ich mache den Kommentar noch hinten dran. Bei Fehler. So. Wollen wir die Fehlermeldung auf dem Bildschirm ausgeben. Und ich habe ja letztes Mal gezeigt, wir können jetzt direkt auch Standard-Error benehmen, also File Put S, den Fehlertext auf Standard-Error auspacken. Also Fehlertext auf STD-Error ausgeben. Und da ich immer keinen Bock habe, in den ganzen Fehlermeldungen, die jetzt auftauchen könnten, weil wir haben eine ganze Menge von Sachen, die wir abzufangen haben, nicht immer Backslash N zu schreiben, ist die Fehlermeldung ohne Backslash N. Also bei der Fehlermeldung Ausgabe packe ich hinten noch ein Backslash N hinten dran. Okay, so, und wenn ein Fehler aufgetaucht ist, dann setze ich auch den Fehlercode jetzt mal auf 1. Das heißt einfach, es gibt einen Fehler. Programm, ach Mann. Soll mit Fehlercode 1 beendet werden. So, das ist eigentlich alles, was wir brauchen an der Stelle. Und jetzt gehe ich vorgehen und die Funktion Daten kopieren. Nee, die haben wir hier Optionen sammeln. Optionen sammeln wollen wir jetzt programmieren. Moment. Bam, 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 bam. Ich habe noch eine Sache vergessen: das Passwort. Also, okay, Quelldatei, Zieldatei, die bekommen wir über die Kommandozeilenargumente, die stehen ja hier drin. Das heißt, diese Zeichenkette ist schon. Das Einzige, was wir brauchen, ist unser Passwort. Unser Passwort werden wir aber im Speicher kopieren. Das weiß ich jetzt schon. Ansonsten, ne, sonst müsste man später noch dran denken. Aber ich packe es jetzt mal hier schon mit rein, weil ich das weiß. Also, bevor wir das Programm beenden. Speicher aufräumen vor beenden. Und das ist folgendermaßen: Wenn wir in den Optionen ein Passwort haben, ja, also der Pointer zeigt nicht auf nichts, also es ist ungleich null, dann mache ich diesen Speicherplatz frei. Optionen Passwort. So, also ich kann nochmal hinschreiben: Passwort haben wir selbst kopiert, oder wir werden es gleich selbst kopieren, weil der Benutzer gibt das ja ein und das, was der Benutzer eingegeben hat, wollen wir in Optionen hinein kopieren. Also ich weiß das schon, ein bisschen Programmiererfahrung. Ansonsten hätten Sie das auch hier später programmieren können, aber jetzt, wo wir gerade im Hauptprogramm sind, mache ich das eben selbst angelegt. Ja? Also Passwort haben selbst kopiert, beziehungsweise Speicher selbst angelegt, also dann freimachen. So, und dann vielleicht können wir hier noch aus Spaß sagen und tschüss. Fehlercode 0. So, Optionen sammeln. Jetzt wird's spaßig. Wie können wir denn, vielleicht fange ich erstmal mit dem Kommentar an. Sammelt alle Informationen von den Kommandozeilenparametern. Ich nenne es auch mal hier argc und argv. Weiß eigentlich jeder Bescheid zusammen. Und genau, ich muss das in Opt, also speichert diese in Opt, also Options, ich kürze ab, damit ich nicht so viel tippen muss. Und wir machen noch gleich den Überprüfung, ob das auch richtig ist. Und checkt, ob die Daten so korrekt sind. Ja, das ist wie so eine kleine To-Do-Liste, was alles in diesem Programm auch programmiert, in dieser Funktion programmiert werden muss. Ansonsten wird Pointer auf Fehlermeldung zurückgeliefert. Ne? Wir haben ja gesagt, wir machen einen Char-Pointer, liefern wir zurück hier, damit wir den Fehler in diesen Char-Pointer speichern können. Also ist schon klar, Rückgabewert ist ein Char-Pointer. Der Name ist auch klar, das Ding soll Optionen sammeln heißen. Übergeben tue ich einen Arg-Count, ein Array von
Argumenten von Strings, also Pointer auf Pointer. Ich habe meine Programmoptionen, die ich hier abgekürzt Opts, OPTS nennen möchte. Und das ist ein Pointer. Ich schreibe es mal dahin. Ich weiß, einige von Ihnen haben in der Literatur das so gesehen. Ich finde, es gehört zum Datentyp, aber gut, das ist eine andere Geschichte. So. Und dann, was brauche ich? Ich brauche die Möglichkeit, eine Fehlermeldung zurückzugeben. Am Anfang habe ich keine Fehlermeldung, also Return Fehler. Ja, also ich gebe Null zurück, es sei denn, ich setze den Fehler auf irgendeinen String. Wir können ja auch hier hinschreiben, bisher kein Fehler. So. Dann, ja, aber das ist recht aufwendig und deshalb will ich auch hier wieder unterteilen und diese Funktion in wieder in Teilprobleme. Also das, die ganze Option sammeln will ich jetzt wieder untergliedern in andere Sachen. Also erstmal möchte ich die Kommandozeilenargumente parsen, also einlesen. Was gibt es denn alles für Kommandozeilenargumente? Und die werde ich einfach ganz doof einlesen. Also argc, argv muss ich übergeben. Und ich übergebe die Options. Ja, ist ja schon ein Pointer hier. Deshalb brauche ich das jetzt nicht hier nochmal dereferenzieren. Das ist ja schon ein Pointer. So, einen Pointer auf die Options übergebe ich. So, aber auch hier könnte es jetzt einen Fehler geben. Deshalb sage ich Fehler gleich. Also hier dasselbe Spiel wie mit den Optionen. Und wenn es einen Fehler gibt, den reiche ich dann entsprechend durch. Ich mache mir so eine kleine To-Do-Liste. Also zuerst parse ich mir alle Kommandozeilenargumente. Wenn da kein Fehler aufgetaucht ist, also bis zu dieser Stelle, ja, ich kann da sagen, bisher keine Fehler, dann, ja, was machen wir dann? Dann möchte ich die, also Check Options, da möchte ich die Options checken, ob alles korrekt ist, ob alle Informationen, die da gesammelt wurden, also ob alle Informationen vorhanden sind und ob sie richtig vorhanden sind oder ob sie erstmal alle da sind. Also ich möchte erstmal die Options checken, ist Ihnen klar. Und auch hier kann ich einen Fehler zurückgeben. Ja, können wir da auch einen kleinen Kommentar hinschreiben. Also bisher keine Fehler. Dann checken, ob alle Optionen, bis aufs Passwort, weil das wird ja in der Kommandozeile, also während der Laufzeit vom Benutzer eingetippt und nicht über die Kommandozeilenparameter, so wollte ich sagen, gesetzt sind. Genau, das Passwort ist ja nochmal separat, soll ja von uns eingelesen werden. So, checken, ob, also wenn es da ja, keine Fehler gibt, dann testet der die. So, jetzt hat er die getestet. Jetzt könnte sein, dass da Fehler passiert sind, dann soll er das vorhin nicht machen, aber deshalb auch nochmal, wenn es immer noch keine Fehler sind, ja, dann, also bisher kann ich eigentlich so weiterschreiben, bisher keine Fehler, dann und so weiter und so fort. So. Dann, auch hier machen wir dasselbe Spielchen, Fehler zurückgeben und das Ding nenne ich jetzt mal. Wir haben alle Optionen gesammelt, wir haben getestet, ob das die richtigen Optionen sind. Dann brauchen wir jetzt das Passwort. Das Passwort ist, also Passwort einlesen oder Read Password oder wie auch immer. Und auch hier, das wird in die Opts gepackt. Passwort abfragen und in Opts rein. Gut, und was könnte noch zuletzt sein? Also wir haben alle Informationen. Wir wissen das Passwort, Quell- und Zieldateiname wissen wir. Ah, wir wissen aber nicht, ob die Quell- und Zieldateien oder die Namen, die wir angegeben haben, ja auch richtig sind. Kann ja sein, dass zum Beispiel die Quelldatei gar nicht existiert oder dass die Zieldatei nicht geschrieben werden kann. Also auch hier, wenn noch kein Fehler, so, ich schreibe wieder dasselbe. Bisher keine Fehler oder keines, ist ja eigentlich nur einer an der Stelle, aber gut. So, dann auch hier wieder Fehlermeldung zurückgeben, check und dann nicht, dass man File.io. Ne? Ich habe jetzt so einen Deutsch-Englisch-Mix, ist ja wurscht. So, und das ist das Testen, ob Quell und
Zieldatei geöffnet werden können. Ja, lange Zeile, egal. So, Return Fehler. Ja, wie gesagt, sind jetzt mehrere Schritte hier auf einmal, die ich mache. Sie sollten das natürlich selbst so nicht programmieren, aber das Video wird sonst zu lang werden. Ja. Jetzt muss ich die einzelnen Dinger hier programmieren. Also Pass args, Check Opts, Passwort einlesen, Check File I.O. Fangen wir mal mit dem Check File I.O. an. Ne? Ja. Ja, fangen wir mit dem Checkfile.io an. Muss ich natürlich darüber programmieren. So. Also, Checkfile.io, ein kleiner Test. Ne? Testen. Ich habe das eh, vergesse ich mal gerne. Ob Quell- und Zieldatei, ich übergebe das als Parameter, nenne ich auch hier Opts, also Options, auch geöffnet werden können. Also, ob die Quelldatei zum Lesen geöffnet werden kann. Und ob die Zieldatei zum Schreiben geöffnet werden kann. Pointer auf Fehlermeldung wird zurückgeliefert. So, Punkt. Also, Pointer, Fehlermeldung wird zurückgeliefert. Das Ding heißt Check File I.O. Input, Output, Struct, Programmoptionen, Pointer drauf. Und auch hier nenne ich das Ding Options. Was mache ich eigentlich nur? Ich auch hier ein lokaler Pointer für einen Fehler, den ich dann zurückliefern würde. Und dann sage ich folgendes. FilePointer fp sei öffne mal von den Options, weil es ein Pointer ist, hier den Pfeiloperator, Quelldatei zum Lesen binär. Ja, haben wir gerade auch gemacht. So, wenn der FilePointer null ist, also wenn es nicht geklappt hat mit dem Öffnen, dann habe ich einen Fehler. Und der Fehler lautet, und das ist jetzt ein fester String, den kann ich so machen, die Quelldatei kann nicht geöffnet werden. Also diesen String kann ich auch nicht verändern, weil er direkt auf dem Stack liegt oder in einem unveränderbaren Speicherbereich, wird zu weit führen, aber da ich die Fehlermeldung ja auch nicht ändern möchte, ist es auch völlig in Ordnung an der Stelle. Also, der Pointer zeigt auf die Fehlermeldung, die Quelldatei kann nicht geöffnet werden. Ansonsten haben wir fclose natürlich, das hat geklappt. Ja, und jetzt an der Stelle den FilePointer, den habe ich ja schon deklariert, den versuche ich jetzt die Zieldatei, also Options Zieldatei, die in Options drin ist, schreibend zu öffnen. Und wenn auch dieser FilePointer, also gucken wir jetzt mal, wenn auch hier, so, wenn das nicht ist, dann haben wir einen Fehler. Die Zieldatei kann nicht geschrieben werden. Gut, ansonsten natürlich noch sorgfältig dran denken, das Ding zu schließen. So, dann ist die schon mal angelegt, die ist zwar leer, aber gleich werden wir sie nochmal öffnen und überschreiben. Wie gesagt, es geht nicht um Effizienz hier, es geht darum, dass das Programm funktioniert. Also Check File I.O. sollte jetzt hier so funktionieren. Also testen nur, ob Quell- und Zieldatei. Jetzt sollte Passwort einlesen als nächstes kommen. Also hier Passwort einlesen. Ich gehe mal von unten nach oben. Also hier, da habe ich ja auf dem Programm nochmal Ihnen eine extra Möglichkeit gesagt oder gezeigt, wie man ein Passwort einlesen kann, also unsichtbar einlesen kann. Über die Kommandozeile ein und speichert dies in Opts ab. Es kann ja sein, das habe ich ja gesagt, wenn wir verschlüsseln wollen, dann soll zur Sicherheit das Passwort zweimal eingegeben werden und verglichen werden, ob die beiden Eingaben identisch sind. Beim Entschlüsseln ist nicht weiter schlimm, wenn ich ein falsches Passwort eingebe, kriege ich halt Datenmüll. Nur beim Verschlüsseln ist halt wichtig, das Passwort ist halt wirklich richtig gesetzt, sonst verschlüsse ich nachher aus Versehen was, weil Sie kennen das ja. Also bei Methode encrypt, also verschlüsseln,
Verschlüsselung wird zweimal das Passwort eingelesen. Also ich benutze gleich auch immer den Kommentar für eine Funktion, so ein bisschen als Hilfestellung, als To-Do-Liste, was ich da programmieren muss. Als Passwort einlesen und muss übereinstimmen. Ich mache die Schrift ist nicht noch kleiner, es bleibt jetzt so. Ansonsten wird Pointer wie immer auf Fehlermeldung zurückgeliefert. Ja, dann weiß auch der Benutzer dieser Funktion, warum hier ein Char-Pointer zurückgeliefert wird. Das ist also die Fehlermeldung. Die Methode, die Funktion heißt Passwort. Einlesen. Übergeben tue ich die Programmoptionen. Optionen. Auch bitte merken Sie sich nicht das Deutsch. Übergeben tue ich. Ich übergebe die Programmoptionen. So. Guten Beispiel vorangehen, sonst wird es ja noch schlimmer hier. So, und wie immer am Anfang, wir haben keinen Fehler und das gebe ich auch zurück. Aber kann ja sein, dass mittendrin irgendwie ein Fehler passiert. Und dann mache ich Folgendes, ich packe in die Options Passwort. Ich habe gesagt, diese Funktion halt getPass. Ja? Der kann ich auch gleich so eine Aufforderung mit übergeben, zum Beispiel bitte Passwort eingeben. Die Besonderheit an dieser Funktion ist, die benutzt immer denselben Speicherbereich. Das heißt, ich werde gleich, wenn ich also Encrypt mache und möchte das Passwort nochmal eingeben, dann wird dieser Speicherbereich hier, ne, dann wird derselbe Pointer zugewiesen. Das ist nicht besonders zielführend und deshalb brauchen wir eine Kopie von dieser Zeichenkette. Also brauche ich jetzt eine Möglichkeit, das die Zeichenkette zu kopieren. Also nenne ich diese Funktion Zeichenkette kopieren. Muss ich also wieder was programmieren. So ist das halt. So, es geht mal als Informatiker vor. Jetzt habe ich noch ein To-Do. Ich muss jetzt die Funktion ZK kopieren noch programmieren. Das haben Sie sicherlich, ne? Haben wir ja gemacht. Über Weihnachten gab es ja diese große Aufgabe. Wir können es aber gleich nochmal programmieren. Ansonsten kopieren sich das einfach rüber. Gut, so, jetzt habe ich diese, das war ja das Passwort. Deshalb habe ich das ja auch am Ende des Programms von Main hier ganz unten da wieder freigegeben. Also hier kopiere ich es mir selbst. So, jetzt könnte natürlich sein, dass der Benutzer einfach nur auf Enter drückt, weil er keinen Bock hat, ein richtiges Passwort einzugeben und das möchte ich verhindern. Also, wenn das Passwort am Index hoch, so 0, wenn das Passwort am Index 0 direkt das Terminatorzeichen hat, ja, dann ist der Zeichen, also ist das Passwort leer, dann besteht das aus keinem Zeichen, sondern kommt direkt Terminator, direkt das Ende. Das heißt, der Benutzer hat leeren String. Leeren String eingegeben, Fragezeichen, also das überprüfe ich jetzt hier. Wenn der Benutzer einen leeren String eingibt, ist das für mich ein Fehler und ich will da nicht weitermachen. Es muss ein Passwort eingegeben werden, sonst haben wir auch Probleme in unserer Funktion CryptByte oder ne, CryptByte hieß es. Wir wollten ja die Indizes durchgehen. Wenn wir da nichts haben, mit dem wir verschlüsseln können, dann hätten wir da so eine Endlosschleife wahrscheinlich, weil der Index immer weiter, ne, der kommt ans Terminatorzeichen, das ist wieder Null Index und also wir sollen dafür sorgen, dass es ein Passwort gibt. Gut, also dann gibt es einen Fehler. Aber wenn er ein Passwort eingegeben hat, also im Else-Fall, und der Else-Fall ist jetzt also Passwort wurde eingegeben, dann, so, schließende Klammer nicht vergessen, müssen wir unterscheiden. Haben wir in den Options drinstehen, die Methode ist Encrypt. Also verschlüsseln wir. Bei Verschlüsselung doppelte Passwortabfrage. Ja, und nur dann. Ansonsten kann ich es lassen. Dann habe ich das Passwort ja schon. Also, ne, wenn nur bei Encrypt, bei Decrypt nicht, aber bei Encrypt möchte ich jetzt zusätzlich nochmal das Passwort abfragen und dann auch checken, ob es zweimal richtig eingegeben wird. So, und für diese zweite Eingabe nenne ich das Ding mal Kontrolle. Das ist einfach nur meine zweite Kopie, meine Kontrolle, ob die zweite Eingabe von getPass und auch hier, das können wir mal ein Passwort wiederholen. So.
Hier müsste ich es nicht kopieren, weil, ne, also hier lege ich das ab, ich kopiere es ja, aber hier kann das direkt an der Speicheradresse bleiben, weil ich ja nur zweimal einlese, also das kann bleiben. Sie können es auch gerne kopieren, dann müssen Sie aber am Programmende, dann müssen Sie hier innerhalb der Funktion noch ein Free machen, brauche ich nicht. Also hier passt. So. Ja, und jetzt muss ich gucken, ob Kontrolle identisch ist mit Passwort. Und da ja, basteln wir uns auch eine Funktion. Oder müssen wir machen. Und die nenne ich Zeichenkette identisch. Also ZK identisch. Und es folgt folgendes, wenn es nicht identisch ist. Ja, also ZK identisch. Identisch. So, ZK identisch. Und zwar Opt Passwort mit Kontrolle. Also ob diese beiden, wenn die beiden nicht identisch sind. So, nicht identisch, wichtig. Dann haben wir einen Fehler. Und zwar der Fehler lautet, die beiden Passwörter stimmen nicht überein. Dann soll eben nicht verschlüsselt werden, weil der Benutzer dann irgendwie Mist angegeben hat und nachher nicht weiß, womit er, mit welchem Passwort er verschlüsselt. Ansonsten können wir problemlos verschlüsseln. Eigentlich müssen wir hier nichts machen. Eigentlich sind wir fertig. Also Sie können jetzt hier, wir können machen optional. Optional hier noch Passwortsicherheit überprüfen. Also zum Beispiel können wir sagen, zum Beispiel, ob bestimmte Kriterien überfüllt, nein, erfüllt, würde ich schreiben, erfüllt werden. Sie kennen ja diesen ganzen Blödsinn da, der manchmal ziemlich nervt, wie mindestens ein Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Ziffer, Sonderzeichen und so weiter. Können Sie sich ja irgendwas, also wenn Sie wollen, können Sie hier noch was zusätzlich machen und wenn das nicht erfüllt ist, dann gibt es halt auch noch eine Fehlermeldung und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir geben den Fehler zurück. Gab es keinen Fehler, dann steht da Fehler auf Null und wir haben in Opt ein Passwort drinstehen. Ja, hier genau. Und dieses Passwort hat halt nicht, hat mindestens ein Zeichen und bei der Methode Encrypt wurde es auch zweimal korrekt eingegeben. Also jetzt haben wir hier das Passwort in Opt korrekt eingelesen. Gut. Jetzt müssen wir uns um ZK kopieren und Zeichenkette identisch kümmern. Also das muss ich jetzt hier noch programmieren. Damit diese Funktion vernünftig funktioniert, muss ich jetzt noch ZK kopieren programmieren. Und zwar übergebe ich eine Originalzeichenkette und zurückliefern tue ich einen Pointer auf die Kopie. Hier nochmal kurz reinschreiben, worum es geht. Kopiert eine Zeichenkette in einen neu allokierten Speicherbereich, damit auch klar ist, warum wir am Programmende das Free brauchen. Ja? ZK kopieren. So, Wiederholung kennen Sie alle schon, sonst springen Sie halt jetzt mal eine Minute weiter. Also ich muss die Länge wissen. ZK Länge programmieren wir auch gleich. Ne? Geht es jetzt immer weiter, immer tiefer rein, immer das Problem in kleinere Teilprobleme unterteilen. Plus 1 wegen Terminator. Ja, also soll die Länge der Zeichenkette ohne das Terminatorzeichen zurückliefern. Deshalb brauche ich Speicherplatz oder Länge plus 1. Deswegen die Kopie zeigt auf dem Pointer von einem neu allokierten Speicherbereich mit der Länge. Ja, ich mache auch gleich plus 1, damit ich nämlich eine Vorschleife machen kann, mit der ich mit i durchgehe. Und die Vorschleife geht von 0 durch, solange i kleiner Länge. So wird das Terminatorzeichen gleich mitkopiert. Ich hätte auch überall Länge minus 1, also Länge ohne das plus 1 machen können und dann hier überall plus 1 schreiben. Das ist gehopst wie gesprungen. Also ist völlig egal. So, das bedeutet, die Kopie am Index i sei gleich dem Original am Index i. Und das heißt, zeichenweise kopieren, schließende Klammer, return, Kopie. Das war das Kopieren. Jetzt brauche ich noch ZK Länge, muss ich auch davor deklarieren, damit er es kennt. ZK Länge zählt die Anzahl Zeichen einer Zeichenkette
bis zum Terminator. Habe ich jetzt tatsächlich zählt mit AE gemacht. Ja, ist auch wurscht. Ja, gut. Terminator wird nicht mitgezählt. Also ist immer eine interessante Info. Sollten Sie, wenn Sie eine Funktion programmieren, noch immer mit reinschreiben, wird das Terminator-Zeichen mitgezählt oder nicht? Ja. Int ZK Länge. Habe ich so genannt hier. Ja, ZK Länge. Char Pointer, auch hier Tippfaul ZK ist die Zeichenkette. Bei so kleinen Funktionen geht das. Da kann man die Dinge auch ein bisschen, die Bezeichner ein bisschen kürzer wählen. Count 0, ich habe es ja, ne? Solange, equal, solange die Zeichenkette am Index Count nicht dem Terminatorzeichen entspricht, Count plus plus, return Count, ja. Count ist gleich der Bezeichner, erzählt mir jetzt und wir zählen so lange um eins hoch, solange dann das nicht das Terminator. Gut. Ja, haben wir. Und jetzt fehlt noch ZK identisch. Also hier. Machen wir das hier. Vergleich zwei Zeichenketten, ob identisch. Wir haben in der Aufgabe über Weihnachten mit den Zeichenketten gesagt, ob kleiner, größer, alphabetisch und so weiter. Hier möchte ich jetzt einfach wirklich nur vergleichen, sind zwei Zeichenketten identisch? Also ZK identisch, also was ist das? Ein Pointer übergebe ich auf Zeichenkette 1 und ein Pointer auf die Zeichenkette 2. Was ist der Rückgabewert? So, und jetzt können wir nochmal... Einfach damit wir es lernen, damit Sie es auch mal gesehen haben. Jetzt gibt es in C öfter mal auch, dass Leute einen Enumeration-Wert zurückgeben, also Bool für wahr oder falsch. Also gehe ich jetzt mal ganz oben hin und kann ich gleich auch am Anfang machen und machen Enum-Type Bool und das Ding, ja. False, true, irgendwie sowas, ja, könnte man jetzt dazu packen. So, wo waren wir? Hier. Okay, so, dann sage ich, intern habe ich auch so ein Ergebnis, das sei gleich true, also die beiden Zeichenketten seien erstmal identisch, gehe ich davon aus. Und jetzt gehe ich so lange durch, bis ich einen Unterschied merke. Und dann würde ich das Ergebnis entsprechend auf False setzen. Und ich fange beim Index 0 an. Durch beide Zeichenketten gehen, solange nicht Ende und nicht, ne, und gleich. Also kann ja sein, dass ich irgendwie auch ans Ende komme. Also Zeichenkette 1 am Index i, solange wir da nicht am Ende sind, also nicht beim Terminatorzeichen. Und natürlich dasselbe für die Zeichenkette 2. Die können ja identisch sein, aber unterschiedlich lang. Das ist erst ab dem 10. Zeichen, die andere halt noch zusätzlich was hinten dran hat. Deshalb müssen wir hier wirklich beide auf das Ende überprüfen. Und, also solange beide nicht am Ende und beide auch identisch. So, da hätte ich einen Fehler gemacht. Genau, vergleichen. So, und solange das der Fall ist, gehe ich den Index um 1 erhöhen. Also, while gehe ich dann durch. Genau, ich mache jetzt keine Klammern, Sie können auch geschweifte Klammern hier drum. Wenn es nur ein Befehl ist, dann kann man die geschweiften Klammern weglassen. Dann ist es jetzt ein bisschen kompakter. Wenn, so, also bisher sind die gleich. Jetzt brechen wir ab, weil wir eventuell einen Unterschied der beiden Zeichenketten festgestellt haben oder wir am Ende sind. Und das wollen wir jetzt gucken. Wenn die beiden Zeichenketten jetzt gleich sind, also bis jetzt, dann sind wir ja bis zum Ende durchgegangen. Und wenn sie nicht gleich sind, so, ZK ungleich. Wenn die jetzt nicht gleich sind, dann ist auch das Ergebnis false. Also false, unterschiedliche Zeichenketten. Ja, ansonsten gehen wir zurück. Also, wir gehen erstmal davon aus, beides ist identisch und wir gehen so lange durch, bis wir am Ende sind oder einen Unterschied festgestellt haben.
Jetzt sind wir hier Abbruch der Wildschleife und jetzt gucken wir, weswegen die abgebrochen hat. Und wenn sie abgebrochen hat, weil sie einen Unterschied festgestellt hat, dann ist das Ergebnis false. Also die beiden sind nicht identisch. Das ist die Idee dahinter. So, jetzt haben wir auch Zeichenkette identisch, wenn sie nicht identisch ist und so weiter. Okay und so fort. Das war die Funktion Passwort einlesen. Ja, auch das würden Sie jetzt in Ruhe testen. Das war hier. Also das haben wir programmiert, das haben wir programmiert. Und jetzt gehen wir weiter, machen hier mit diesen Check Options weiter. Also checken, ob alle Optionen bis auf Passwort gesetzt sind. Also wir gucken jetzt hier, ob, oder ich schreibe erstmal hin, überprüft, ob alle Programmoptionen gesetzt sind. Ansonsten wird ein Pointer, wie gehabt, auf die passende Fehlermeldung zurückgegeben. Ja, also Pointer-Rückgabewert für einen eventuellen Fehler. Das Ding heißt CheckOps, Struct Programmoptionen Opts. So. Gut, also auch hier wie bei den anderen, erstmal sage ich, wir haben keinen Fehler und am Ende auf jeden Fall einen Fehler zurückgeben, ob der jetzt null ist oder irgendwas gesetzt hat. So, und jetzt überprüfen wir die Methoden. Was wollen wir als erstes machen? Wir wollen gucken, ob die Methode nicht, also ob noch gar keine gesetzt ist. Ja, das wäre auch das NoCrypt. NoCrypt bekommt ja auch den Wert 0. Das wäre sozusagen auch das, ne? Nicht, also wenn sie nicht gesetzt ist, ja. So, dann haben wir einen Fehler und der Benutzer soll mit der Fehlermeldung soll fair oder entschlüsselt werden, Fragezeichen. Bitte Option, und das kann man so ein bisschen helfen, dass wir sagen Encrypt oder Decrypt, nenne ich die Option mal, angeben. Ja, okay, ansonsten, was könnte es noch für ein Fehler sein? Wir könnten sagen, wir haben nicht eine Quelldatei in den Optionen gefunden. Also die Quelldatei fehlt einfach, ja, an der Stelle. Ja, und dann haben wir den Fehler, keine Quelldatei angegeben. So, und jetzt könnten wir noch das dritte, das ist dasselbe wie mit Zieldatei. Opt Zieldatei. Also wenn keine Zieldatei vorhanden ist, dann lautet die Fehlermeldung keine Zieldatei angegeben. So. Okay. Dann Fehler, bla bla bla, sollte passen. Wenn ich noch mehr überprüfen möchte nachher, dann kann ich das hier noch reinprogrammieren, aber ich glaube, das passt erstmal. Jetzt dann so viel Checkouts. So, und jetzt ParseArgs. Und das ist dann ein bisschen aufwendiger. Das weiß ich jetzt schon, weil ich das schon mal programmiert habe. So ähnlich. Kommandozeilen, Argumente zu parsen ist jetzt nicht so intuitiv, so einfach, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Gehen wir mal durch. Also auch hier erstmal einen Kommentar schreiben. Parse die Kommandozeilenparameter. Also mit Parsen meine ich, wir gehen schrittweise durch. Wir gucken uns jeden einzelnen Parameter an und überträgt die Infos in die Options rein. Sollten dabei Fehler auftauchen, wird dies im Rückgabewert angegeben. Ja, also Fehlermeldung zurückgeben, eventuell oder null, sonst gibt es keinen Fehler. ParseArgs habe ich das Ding genannt. Ja, hier übergeben tun wir. Übergeben wird, Entschuldigung. Ein Arg count ein Pointer auf ein Array von Zeichenketten Arg value allen Programmoptionen Pointer drauf, weil das Ding wollen wir ja verändern hier. Opt. So. Auch hier wieder. Char, Sternchen. Fehler. Es gibt erstmal keinen Fehler. Und das geben wir zurück. Es sei denn, da steht was drin. So. Können auch hier nochmal
deine Fehler bisher? Und jetzt sagen wir, wir müssen uns merken, an welchem Index wir durch das argv gehen. Also argc ist ja die Anzahl, also brauchen wir irgendwie eine Variable zum Speichern für den Argumentenindex, nenne ich es mal. Und wir fangen beim ersten an, weil am Index 0 steht ja der Programmname selbst. Ja, das haben Sie noch im Hinterkopf, denke ich mal. Index zum Parsen aller Argumente. So, und jetzt gehe ich mit einer Schleife durch. Solange arg Index kleiner arg c, also solange wir noch nicht durch alle Argumente durch sind und solange es noch keinen Fehler gab. Sobald ich auf einen Fehler treffe, möchte ich natürlich dann an der Stelle abbrechen, dann brauche ich auch nicht weiter durchgehen, ja, durch die Sachen. Ja, solange das der Fall ist, ja, was mache ich dann? So, und jetzt haben wir eine lange Liste. Ich kann ja jetzt hier noch einen Kommentar dazu schreiben. Solange noch Argumente übrig zum Parsen und keine Fehler aufgetreten, ja, solange wir das haben, so, gucken wir uns das aktuelle Argument halt an. Und das aktuelle Argument finden wir immer am argv, argindex. Da finden wir die Zeichenkette. Die Zeichenkette, das, was der Benutzer in der Kommandozeile an dieser Stelle angegeben hat, also dieses Argument. Das möchte ich jetzt vergleichen. Ich möchte es vergleichen mit eine Option. Wir haben ja gesagt, wir haben dieses Encrypt oder die Kurzschreibweise war, also ich möchte es jetzt mit einem anderen Zeichenkette, also hier, man könnte jetzt sagen, hier mit Encrypt oder einfach nur E war die Kurzschreibweise. Können wir ja mal mit dem E anfangen. So, die beiden möchte ich vergleichen, also packe ich das doch in den Funktionsaufruf, was wir gerade schon programmiert haben. Wo haben wir es? Passwort einlesen, hier ZK identisch. Ob die beiden identisch sind. Also ist, oh, jetzt habe ich den Überblick, wo bin ich da? ZK identisch. Ich rufe die Funktion ZK identisch auf und schaue mir, ob das, was am Argument Index argindex steht, mit diesem minus e übereinstimmt. Wenn das übereinstimmt, also wenn, ja, so, dann habe ich schon die erste Option gefunden. Und das ist die Option zum Verschlüsseln. Ja. Ich gehe jetzt erstmal durch und dann füllen wir das gleich mal mit Werten, was wir dann machen. Ansonsten, es gibt noch die Möglichkeit, dass ich sage ZK identisch argv am argindex. Die andere Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel in der Langschreibweise das macht. Also hier soll eigentlich dasselbe passieren. Ja, also hoch. Moment. So. Hier soll eigentlich dasselbe passieren wie da. Also, damit ich mir keine doppelte Arbeit mache, kann ich jetzt sagen, rufen wir doch eine Funktion auf. Also das, was hier passieren soll, ist dasselbe, was hier passieren soll. Also lagern wir das in einer Funktion aus. Ja, Sie können auch hier sagen, wenn das oder, na, also diese beiden Ifs miteinander verknüpfen, ist dem Compiler eigentlich egal. Ich schreibe es jetzt untereinander, damit man es besser lesen kann. Da ich ja sowieso das auslage in eine Funktion, ist es nicht weiter tragisch, dass ich hier das dann doppelt stehen habe. Wie gesagt, man könnte auch das hintereinander, ich finde, es wird dann nur ein bisschen unübersichtlich, deshalb mache ich das so. So, und jetzt können wir mit den ganzen Dingen so fortfahren. Also jetzt können wir zum Beispiel sagen, ich kopiere das ein paar Mal. Jetzt haben wir Encrypt. Wir können sagen, wir machen dasselbe nochmal mit minus d. Dann ist es hier decrypt. Es könnte sein, dass wir hier noch habe ich jetzt schon nicht mehr in der Zwischenablage. Wir haben encrypt, decrypt, output. Output haben wir auch. Also gehe ich mal hier hin und kopiere das mal und packe hier noch rein. Wir haben die Option O. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen. Das ist dasselbe, was bei Output passieren soll.
Output minus all. Ja, gut. Ansonsten könnte ja sein. Naja gut, wenn wir keine Option haben, dann ist es wie bei GCC, dann haben wir nämlich dann die Quelldatei. Ja, also das ist die Quelldatei, ist als Option angegeben. Gut, und jetzt gehen wir die einzelnen Dinge durch. Was müssen wir noch? Ah, wir müssen natürlich noch, nachdem wir das gemacht haben, den Arc-Index erhöhen. Gut, also da so haben wir die Schleife jetzt erstmal fertig. Er geht so lange durch alle Argumente durch und erhöht nach jedem Mal den Index um 1. Und dann guckt er, was ist das denn jetzt gerade für ein Argument, was wir hier stehen haben. Also minus e für encrypt, minus d und minus decrypt für decrypt und so weiter. Und jetzt füllen wir das mit Leben und ich lagere das aus, damit das hier nicht zu kompliziert wird, wieder in Funktionen. Und diese Funktionen können wiederum einen Fehler zurückgeben. Also auch hier wieder Fehler sei gleich. So, und jetzt nenne ich das Ding mal, weil das die, Decrypt, Encrypt, Output, die sind alle mehr oder weniger ähnlich. Die setzen also die Option, also Set Option für Encrypt. Setze die Option für Encrypt in den Options. Okay, also hier nochmal, Set Option, Encrypt, Option, also dasselbe. Bei minus d nenne ich das Ding set option decrypt options. Ja, können wir hier, das kopiere ich mal hier rein. Gut, und wir haben Output, Fehler sei gleich, set option output. Option. Oh, da hat ein bisschen viel. Ich will nur die eine Zeile kopieren. So. Set Output. Okay. So. Und was könnte jetzt. Ah, Moment. Output. Output. Wenn wir das einlesen. Steht ja dahinter der Dateiname. Also Output gibt ja nicht den Zieldateinamen an, sondern der steht am nächsten Argument. Also müssen wir jetzt hier an der Stelle den Arc-Index um 1 erhöhen, weil sonst würde er nämlich, was danach kommt, ja, was wir eigentlich als Ziel haben wollen, als Quelle interpretieren. Genau, deswegen hier nach dem Output den Arc-Index um 1 erhöhen, weil nach diesem Index, ja, und das müssen wir dann auch hier einlesen. Und deswegen, weil wir es einlesen müssen, muss ich, ja, reicht das nicht aus, die Ops hier zu übergeben, sondern ich muss ihm auch hier argc und argv übergeben, damit er an das nächste Argument kommt und auch die Zieldatei setzen kann. Gut, dass ich daran gedacht habe, sonst hätte ich wahrscheinlich den Fehler ewig gesucht. Also 1 weiterspringen, danach minus minus Output auch Dateiname eingelesen wird. Und hier kann ich sagen, Dito, siehe oben. Gut, alles andere ist eine Quelldatei, deshalb springe ich ja mit dem Index weiter, damit nicht aus Versehen die Zieldatei zur Quelldatei wird. Und dann nenne ich das Ding Fehler gleich Set Option Quelle. Und auch hier Option Ich muss die ja kennen. Ich muss das ja einlesen. Also auch hier übergebe ich den Namen beziehungsweise das, was an der Stelle gespeichert ist. Genau. Also die Zeichenkette an der Stelle übergebe ich. So. Oh, anstrengend. Gut. So, jetzt gehen wir der Reihe nach durch. Also,
setOptionEncrypt, setOptDecrypt, setOptionOutput und setOptionQuelle. Hier mit dem Ding und gucken wir mal, was wir da programmieren und welche Fehler es da geben kann, wo wir da aufpassen müssen. Ich mache jetzt noch mal einen allgemeinen Kommentar hier drüber. Die folgenden Funktionen setzen die jeweiligen Optionen und überprüfen, ob diese Option Sinn macht. Ansonsten wird eine Fehlermeldung als Zeichenkette zurückgegeben oder der Pointer darauf kennen wir ja. Als erstes machen wir die Option für verschlüsseln. Also der Benutzer hat gesagt, ich möchte die Verschlüsselung setzen, eventuelle Fehlermeldung zurückgeben. Die Funktion heißt setOptionEncrypt. Übergeben tun wir Programmoption. Ich kriege es nicht raus, ich sage es immer falsch. Wir übergeben die Programmoption. Ich bleibe bei tun wir. Ich tue programmieren. Ich tue. So, jetzt könnte schon sein, dass der Benutzer schon vorher, also dass in der Kommandozeilenargumente er sagt, minus E, minus E, minus E, minus minus encrypt. Also er gibt mehrmals an, dass verschlüsselt werden soll. Das könnte ich ignorieren. Ich sage mal Folgendes, wenn der Benutzer irgendwie was Komisches eingibt, ich möchte darauf reagieren. Also, falls schon längst die Methode verschlüsseln ausgewählt wurde in den Options und jetzt kommt das nochmal, ist es sehr komisch. Also sage ich, liefer die Fehlermeldung Option minus E oder minus minus encrypt bereits gesetzt zurück. Doppelte Angabe nicht erlaubt. Ich sagte mal, ich kann nur einmal entschlüsseln. Also bitte nur einmal sagen, verschlüsseln oder entschlüsseln und nicht mehrmals. Das kommt mir spooky vor. Ansonsten, wenn, es könnte ja sein, der Alternativfall, der Benutzer hat gesagt, ich möchte schon, also das war jetzt encrypt, ich möchte decrypt, also dass er schon vorher minus D oder minus minus decrypt da stehen hatte. Und dann steht nochmal minus E oder minus mit Encrypt da. Auch komisch. Also verschlüsseln und entschlüsseln gleichzeitig geht nicht. Also auch hier machen wir Plural. Die Optionen minus D bzw. minus Decrypt und minus E minus minus Encrypt widersprechen sich. Bitte nur jeweils eine dieser Optionen verwenden. So, gut. Wenn es bisher in Ordnung, wenn es encrypt, return. Gut, dann kann ich direkt hier machen. Dann ist auf jeden Fall, wenn kein Fehler bisher aufgetreten ist, dann ist es ein encrypt. Und dann ist es auch ein return null, kein Fehler. Das war das für das encrypt, also für das verschlüsseln. Option für entschlüsseln. Ja, vieles ist ja identisch. Ich traue mich mal hier zu kopieren, aber da müssen wir trotzdem noch mal hier in Ruhe durchgehen. Also set option decrypt. If Methode. Das Gegenteil muss ich jetzt überall dran denken. If decrypt, wenn die Option D oder minus minus D bereits gesetzt, doppelte Angabe nicht erlaubt. Ansonsten, wenn Methode encrypt, dann die Optionen kann ich so lassen. Bitte hier so und dann hier decrypt. Okay, ging dann doch recht schnell. Dann verschlüsseln, entschlüsseln, Zieldatei, Quelldatei. Dann machen wir hier weiter mit Option für Zieldatei setzen. Also auch hier Fehlermeldung zurücklegen. Set Option Output Struct Programm Optionen. Dann haben wir, weil das nächste Parameter kommt, haben wir die Argumente, die Kommandozeilenargumente übergeben. Pointer auf. ArcValue und wir haben den Index, an dem wir uns gerade befinden, damit er sozusagen
als Nächsten das Ding lesen kann. So, okay, jetzt könnte sein, ich versuche die Output-Datei zu setzen, genauso wie gerade oben. Die Zieldatei, die ist bereits gesetzt, also die ist nicht mehr null. Ja, dann haben wir einen Fehler. Return. Es wurde mehr als eine Zieldatei mittels minus O oder minus minus Output. Option out. Hallo. Output angegeben. Angegeben. Ich glaube, 5 Minuten kann man vom Video drauf rechnen, nur wegen meiner Tippfehler. Nur bitte nur eine Zieldatei angeben. So. Das wäre ein Fehler. Ansonsten, was könnte noch sein, wenn wir sagen, pass mal auf, minus O, jetzt kommt das als nächstes Argument der Name. Also, wenn im nächsten Argument, wenn es gar nicht mehr existiert, also ArcCount ist jetzt überschritten. Ja? Also, wir haben zwar gesagt, jetzt kommt der Dateiname nach dem minus O oder nach dem minus minus Output, aber da kommt nichts mehr. Dann Zieldateiname fehlt nach der Option minus O bzw. minus Output muss ein Dateiname folgen. So, okay. Wenn das bisher alles geklappt hat, dann haben wir auf jeden Fall einen Dateinamen, so seltsam der auch sein mag, der ist dann die Zieldatei und das ist das nächste ArcValue am Index ArcI, also der Index plus 1, also der nächste sozusagen. Pointer kopieren, da Zeichenkette sich nicht ändert. Also wir müssen jetzt hier nicht Zeichenkette kopieren machen, sondern wir können auch direkt den Pointer 1 zu 1 kopieren, weil wir diese Zeichenkette nicht ändern und die ändert sich während des ganzen Programmablaufs auch nicht mehr. Und wenn das geklappt hat, dann beenden wir das Ganze ohne Fehlermeldung. Das war Set Opt Output. Und das letzte war die Option für die Quelldatei. Und das geht ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Ähnlich Set Option für die Quelle. Struct Programm Optionen Sternchen Options Sternchen. Dateiname, also ich habe ja das Ding übergeben. Gehe ich mal runter, habe ich ja gerade hier, ne, direkt schon übergeben. So, auch hier ein Return 0, wenn alles geklappt hat. Und jetzt gehen wir hier oben hin und sagen, wenn Options Quelldatei nicht 0 ist, das ist der einzige Fehler, der jetzt hier an dieser Stelle passieren kann. Dann Return Fehlermeldung. Es wurde mehr als eine Quelldatei angegeben. Bitte nur eine Quelldatei angeben. Okay. Das ist all. Ah nee, ich muss es ja noch setzen. Die Quelldatei ist Pointer auch hier kopieren, weil er sich nicht mehr ändert. Also Pointer kopieren. Da ZK sich nicht ändert, da brauche ich auch kein Free am Ende machen. Gut. Boah. Gehen wir durch. So, Set Options, das haben wir. Das haben wir. Option sammeln, da haben wir alle. Wir sind durch. Ich habe keine To-Dos mehr offen. Das glaube ich nicht. Schauen wir mal. So, Sie bitte auch in der Klausur nicht so programmieren wie ich jetzt, alles an einem Stück und dann nach Fehlern gucken. Ja, das geht schief. Sage ich mal, ich kann es mir jetzt erlauben, weil das jetzt eine Videoaufzeichnung ist und so. Und natürlich schauen wir Fehler. So, jetzt gehen wir mal durch. Ich gucke mir immer erst den ersten Fehler an. 131. Okay, da habe ich irgendwie eine Klammer vergessen. Schauen wir mal rein. Option, wenn, dann. Habe ich jetzt Mist gebaut. So.
131, ach, no, das ist eine krasse. Fehler soll fair oder entschlüsselt werden. Bitte Option an. Ach, da habe ich das. Jetzt sehe ich das. Ah, okay. Ich suche mal nach dem Wort. Soll fair entschlüsselt werden. Da haben wir es doch. So. Könnte sein, dass das auch der einzige Fehler war. Ich glaube es aber nicht. Nein, natürlich kommen noch mehr. Implicit Deklaration Library Function printf with type int const char in Zeile 26. Was habe ich hier? Printf mit so einem Ausmethode Quelldatei, Zieldatei, Option Output. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Habe ich doch alles richtig gemacht? Prozent D, Prozent S, Prozent S, Prozent S. Option Quelldatei, und Option Methode. Ach so, er erkennt das jetzt als habe ich Standard Library nicht vergessen? Printf. Da bin ich jetzt verwirrt. Genau, damit es jetzt nicht zu lange dauert, pausiere ich jetzt mal die Aufnahme und gucke einfach mal. Das müsste doch, ich habe doch hier oben. Ach so, nee, doch nicht. Ich habe dieses ganze Include.io. Habe ich doch programmiert? Kann ich mich dran. Habe ich das nicht am Anfang gemacht? Moment, muss ich mal eben suchen. Include. Habe ich tatsächlich nicht in dem Programm drin. Habe ich es aus Versehen gelöscht? Okay, na dann ist klar. Include std, Standard.io und so weiter. Also Standard.io, ich hätte schwören können, ich habe das reingenommen. Das macht man doch am Anfang. Standard.lib für das Free brauchen wir und für das malloc. Und weil wir mit Dateien rumhantieren, brauchen wir. Ja, dann ist auch klar, dass da so viele Fehlermeldungen kommen. So. Mann, jetzt haben sie mich immer hier echt. GCC. Na gut, doch noch ein paar mehr. Dann nochmal, so, dann bin ich das Fehler. Okay. Incomplete result hab enumball in function definition. Enumball ZKI, okay, 90. Enumbool. Ja, ich werde deppert. Das habe ich doch auch programmiert. Habe ich irgendwie gerade ein paar falsche Tasten gedrückt, dass wir da Mist gebaut haben. Also Enumbool habe ich ja gesagt, das soll ein False und dann soll es ein True sein. So. Ja. Okay. Gut. So, weiter. Nächster Expected, also Semikolon, irgendwo vergessen. Ach, das wieder mit 149. Das habe ich wahrscheinlich öfter gemacht. Soll, da haben wir es. Zeigt der Editor sogar an. Ich bin es gewohnt, ne? Wegen printf und so, wo man so tippt, dass man automatisch die schließende Klammer. Habe ich sonst noch irgendwo? Nö, sieht nicht so aus. Sehr gut. Also nochmal. Kompilieren. So, und jetzt haben wir hier Set Opt Output Opt ArcV to Few. Er will noch mehr haben. 4 will er haben. Set Options Output. Ach, ich habe, glaube ich, den Index bei dem, ne? Set Output. Also, wir rufen Set Opt Output ArcC ArcV. Wir brauchen aber natürlich Output. Wir brauchen hier noch den Index an der Stelle. Ja, deswegen gehen wir da mal hin. So, Output hier. Natürlich, und das ist ArcIndex. An welcher Stelle sind wir denn? Und das soll er setzen und dann plus 1. Und das hier natürlich genauso ArcIndex. Das müsste es sein. Gut. Hey, super. Okay, tief durcharbeiten, durchatmen. Und jetzt können wir mal Crypt
aufrufen. Soll fair oder entschlüsselt werden, bitte Option Encrypt oder Decrypt angeben. Ja, dann mache ich mal Encrypt. Keine Quelldatei angegeben. Okay, D, keine Quelldatei angegeben. Jetzt mache ich mal ein Encrypt von Quelldatei. Gebe ich einfach, was war die Quelldatei? Wie hatte ich das denn vorhin genannt? Decrypted, Encrypted und ich glaube Original, ne? Gehe ich nochmal zu durch, gucken wir nochmal. Cat Original.txt, genau. Also Crypt E, Original.txt. Keine Zieldatei angegeben. Jetzt kann ich hier noch ein Destination machen. Ne, das war Ziel, ja genau. Das war Decrypt. Ziel war Output, minus O, kann ich jetzt hier schreiben oder davor. Das wäre dann Encrypted.txt. Ha, super, es funktioniert. 1, 2, 3. Passwort wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5. Beide Passwörter stimmen nicht überein. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das können wir gleich noch rausnehmen, aber es ist zum Debuggen ganz gut. Es wird die Methode Encrypt gewählt, das ist die erste. Originaldatei, Ziel, Encrypted.txt, Passwort 1, 2, 3. Super. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Fehler mache und die existiert nicht, dann fragt er mich noch, ach, das hätten wir vorher machen können. Quelldatei kann nicht geöffnet werden. Na gut, ist wurscht, wie rum. Hauptsache das. Also hier, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cat encrypted. Da steht da Mist drin. Jetzt verschlüssel ich das nochmal mit einem anderen Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gebe das nochmal aus und jetzt sehen wir hier, Entschuldigung, so, wir sehen, da steht tatsächlich das ein bisschen anders. Also es ist nicht dasselbe, ne? Es wird irgendwie anders verschlüsselt. Das sind ja alles Sonderzeichen, die können nicht ausgegeben werden, aber R, S und B und gleich. Und okay, gut. Und jetzt können wir das Ganze nochmal machen mit Crypt. Nein, genau, Decrypt. Und zwar den Output speichern zu Decrypted, hatte ich ja das TXT vergessen, mache ich jetzt auch wieder, wird es überschrieben. Und das Original ist das Encrypted. So, bitte Passwort, jetzt gebe ich mal was Falsches ein, irgendwas Blödsinniges. Und jetzt gucken wir uns das mal an, das Encrypted, da steht Mist drin. Wenn ich aber jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eintippe und gucke mir das an, dann steht ja auch Mist drin. Okay, also nochmal. Crypt, Original verschlüsseln nach Encrypted. Passwort 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cat Original. Cat Encrypted. Super. Und jetzt Decrypten von dem. Ah, das war doch die Encrypted. Output nach Decrypt. Decrypt. 1, 2, 3. Cat Decrypted. Ja, super. Gut, den Rest könnten Sie dann testen. Ich hoffe, ich habe keine weiteren groben Fehler drin, weil das war jetzt wirklich mal ja, didaktisch nicht schön, aber on the fly einfach programmiert. Natürlich gehen Sie da in einzelnen Schritten durch. Ich scroll jetzt nochmal. Sie können das Video pausieren, dann können Sie nochmal in Ruhe das antippen oder abtippen. Ich hoffe, Sie schauen sich das Video auch nochmal von vorne an, können in Ruhe mitprogrammieren. Und falls Sie Fehler hier an der Stelle finden, sagen Sie mir bitte Bescheid. Am besten im Moodle-Forum, nicht als Kommentar unter dem Video hier. Und Sie können ja auch Ihre Lösung zu der Aufgabe 11 dann auch mal posten. So, gehe ich hier durch. Sie können jederzeit pausieren. Es hat doch ein bisschen länger geworden hier. Aber das wäre so die Art und Weise, wie ich vorgehen würde. Natürlich jetzt nicht alles auf einen Rutsch programmieren. Ich würde in Wirklichkeit vorher immer ein bisschen testen, aber wie gesagt, wegen des Videos, damit es jetzt nicht zu lange wird. Wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden und wie gesagt, die Vorlesung soll jetzt auch nach 1,5 Stunden beendet sein. Gut, ich hoffe, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr überfordert, aber ungefähr so vom Schwierigkeitsgrad her entspricht das der Klausur. Natürlich nicht von der Menge her, das wäre natürlich viel zu viel. Ja klar, in der Klausur haben Sie 2 Stunden Zeit,
aber ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Übung da und so weiter und das fragt ja nur eins an. Aber vom Schwierigkeitsgrad her passt das. Also ungefähr das alles, was wir hier haben, das sind ja genau die Themen, die wir auch dieses Semester behandelt haben und das ist jetzt alles mal zusammengepackt in einer großen Aufgabenstellung. Ne? If-Else, Pointer, Funktionsaufrufe, wie macht man das Kommandozeilenargumente, wie liest man Dateien an, wie kopiert man Saiten hin und her, wie verändert man ASCII-Werte und. Also das alles irgendwie hier auch in dieser Aufgabe mit drin, was wir dieses Semester gelernt haben. Deshalb ist das eine wunderbare Vorbereitung zur Übung. Schauen Sie es nochmal an. Wie gesagt, nehmen Sie nicht jetzt meine Musterlösung. Die sollten Sie natürlich erst sich angucken oder angesehen haben, wenn Sie was Eigenes programmiert haben. Gut, damit ich jetzt nicht zu sehr überziehe, soll es das für heute gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal und viel Erfolg in der Klausur. Tschüss.